Ich möchte einfach auch noch mal ganz kurz zu dem Thema, es hat uns ja nun mal die letzten Jahre beschäftigt. Mein Name ist Björn Winter, ich bin Einzelunternehmer und ich möchte auch einfach noch mal ganz kurz, aus den Gesundheitsdatenbanken ganz kurz mal zusammen sagen, wir hatten in Brandenburg seit Pandemiebeginn 2020 eine historisch niedrige Bettenbelastung. Sogar das Ärzteblatt hat darüber geschrieben, Stand 560 Patienten wie in 2019 sind es in den Jahren 2020 bis 2023 nur noch 460.000 Patienten je Jahr in Brandenburger Kliniken gewesen. Obwohl schon alle Corona-Patienten eingerechnet sind, haben Brandenburgs Krankenhäuser in der Pandemie 100.000 Patienten je Pandemiejahr verloren. Das sind offizielle Daten des Bundesgesundheitsministeriums. Aus 2024. Auch schreibt die Bundesregierung in einer kurzen Anfrage, dass es niemals eine Überlastung des Gesundheitssystems gab. Ich komme zur Frage. Jetzt meine Frage. Haben Sie uns versehentlich 4 Jahre lang falsch informiert und über angebliche Überlastung des Gesundheitssystems gesprochen? Oder war es eine absichtliche Falschinformation? Die Lockdowns oder die anderen Maßnahmen können keine Argumentation sein, denn unser Nachbarland oder weitläufiges Nachbarland Schweden hatte überhaupt keine Maßnahmen, keine Corona-Restriktionen und hat eine genauso historische Untersterblichkeit und Unterbettenbelegung der Krankenhäuser. Das waren offizielle Zahlen und dafür würde ich gerne mal eine Antwort haben, denn ich habe meine Existenz verloren durch die Entscheidungen, die Sie zu verantworten haben und ich möchte auch wissen, ob Sie dafür bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Dankeschön. Also erstmal, was die Bettenbelastung betrifft, erklärt sich das schon fast von selbst. Ich habe es ja vorhin gesagt, die Krankenhäuser mussten klarkommen. Die Krankenhäuser haben fast alles verschoben, im Prinzip schon ab März 2020, was zu verschieben war. Das heißt, alle Eingriffe, die nicht dringend lebensnotwendig waren, wurden teilweise verschoben. Erstens, um Personal freizukriegen. Zweitens, um dann auch die Möglichkeit zu haben, das aufzubauen, was notwendig war, aufzubauen, nämlich zusätzliche Intensivbetten, vor allen Dingen mit einer zusätzlichen Beatmung. 100.000 weniger. 100.000 Patienten weniger in Brandenburg. Ja, 100.000 Patienten weniger, das kann schon sein, dass die Zahlen stimmen. Warum denn nicht? Das heißt doch nicht, wir haben und die Überlastung des Gesundheitswesens konnten wir unter anderem auch dadurch vermeiden. Aber ich erkenne da keinen Notstand. Ich erkenne da aber keinen Notstand, Entschuldigung. Den Notstand konnten wir Gott sei Dank vermeiden. Und wenn Sie Schweden mal genau sich angeguckt hätten, hätten sich mal angeguckt, der Anzahl der Todesfälle an der Bevölkerung, dann hätten Sie heute hier andere Zahlen präsentieren müssen. Nein. Leider. Denn Schweden hat bitter bereut, dass es keine Maßnahme gibt. Das ist Falschmeldung, das ist ein Fake News. Das ist falsch. Aber genau, das waren Sie, bitteschön. Danach die Damen hier vorne. So, jetzt erstmal Sie, bitte, noch einmal ein Handzeichen, weil die